ist nur den großen Fisch. Wo denn? Wo ist denn ein großer Fisch? Da vorne. Ja, hier. Ich sehe ihn da vorne. Mach keinen Scheiß, Dieter. Bitte? Mach keinen Scheiß. Nein. Hallo ihr Lieben und viele Grüße aus dem Wald. Hier ist René von Outdoor Saxonia und mit dabei ist heute wieder der Survival Dieter. Hallo ihr Lieben. Ne, und er hat, was hast du dabei? Drei Angeln. Heute wollen wir angeln gehen. Also er übertreibt mal wieder, hat seine große Rute mit. Ne? Will er wieder dick auftragen hier. Ja, heute wird geangelt. Nicht nur geangelt, es wird auch gekocht. Frischer Fisch direkt hier am Wasser, werden wir den gleich frisch zubereiten. Und ich habe noch ein bisschen neue Ausrüstung am Start. Wenn ihr da gespannt drauf seid, bleibt einfach dran. Na, dann ist der Wagen ja wieder voll. Bereit. Dann wollen wir nicht mal. Hier drüben schwimmt schon eine große Wels, 3 Meter lang. Genau hier. Auf der Seite. Hier unten, genau. Hier waren wir gewesen. Wir sind ja, wollten ja erst an dem See, sind dann hier vor und dann hierher und haben dann festgestellt, dass hier alles voller Fisch ist. Genau. Ich würde vorschlagen, wir angeln da an der Seite, da vorne. Da vorne? Wir können ja probieren. Also, nicht alles aus. Wenn es regnet, können wir immer noch unter die Brücke gehen. Ja. So, hier war der Herr Biber am Werk. Alter Schwede, der hat ja kräftig Hunger gehabt. Hier kann man das Bier abstellen, Dieter. Aber es ist als Sitzbank gedacht. Ne, da sitzt du hier und hast mal einen schönen Ausblick. Hat doch was. Wenn du deine Angeln dort ausgelegt hast, brauchst du den Stuhl nicht mitbringen. Alles gut. Einfach mal was Schönes machen. Das Leben ist so voller Hindernisse. Warte, soll ich den Baum mal wegnehmen? Warte mal, das ist er. Ach, hast schon geschafft, Mensch. Bist du wie eine Wühlmaus. Das habe ich in. Aber in den Wagen kommst du über Stock und Stein. Schon verrückt, hä? Ja. So, was man jetzt vorbereiten kann, ist immer Wasser, voll Wasser machen. Ich mache dann immer jetzt nur ein bisschen Wasser, um sich später die Finger ein bisschen zu waschen, wenn man den Fisch fängt. Ja. Ja, wir haben ja eine schöne Stelle gefunden, gar nicht mal so weit weg vom Buschkraftkeller. Mann, hier war der... Eieiei. Guckt euch das mal an hier, ne? diese kleinen grauen Tiere. Was sie davon Schaden machen können. Voll durchgefressen. Alter Verwalter. Und so sieht sie überall aus. Hier ist fast jeder Baum angefressen. Wahnsinn. Ja, wir haben ja eine schöne Stelle gefunden. Es soll regnen, ich hoffe nicht. Gucken wir mal. Und es soll knacke kalt werden. Es ist schon knacke kalt, aber ich glaube, ich bin zu warm angezogen. Ich glaube, ich werde gerade gleich mal noch was ausziehen wieder. Aber kommen die nächsten Angler. Mal gucken, wie man das, die Pampe an den Haken bringt. Und du sagst jetzt, dass hier dass Fische fressen Käse? Ja, das sind Gourmets hier in Sachsen. Okay, krass. Das habe ich noch nicht gewusst. Fängt es an zu leuchten jetzt? Das ist ein Klicklicht. Das breitet sich jetzt langsam aus. Und dann fängt es an zu leuchten. Okay.
So, hier vorne haben wir noch eine schlechte Wettervariante. Also wenn es dann anfängt mit Regnen, können wir hier unter die Brücke unterziehen. Wir hatten gestern schon mal gescoutet. Eigentlich wollten wir ganz woanders hingehen, aber das war alles, das Wasser war nicht so. Hier ist richtig klares Wasser. Deswegen sind wir dann doch wieder hierher gegangen. Ja. Und das sieht zwar so flach aus, aber drunter geht's, ist es hoch. So, hier kann man nämlich stehen und dann kann man hier drunter bequem sitzen. Ist zwar nicht 100% regendicht, aber doch schon mal deutlich besser als im prallen Regen zu stehen. Ja, der Fluss ist voller Fische, ohne Ende. Fische gibt es hier ohne Ende, also wir haben wirklich eine sehr, sehr große Chance, heute mal frischen Fisch aus dem Wasser zu holen. Und Plan ist, den dann auch frisch zubereiten. Haben wir noch nie, also ich habe es noch nicht gemacht, ist heute das erste Mal. Und es gibt ja für alles ein erstes Mal. Und da schauen wir einfach mal. Legen wir nachher schön, schön gepflegt filetieren und dann ab in die Pfanne. Also hier gibt es vom, Dieter kann das viel besser erklären, was es hier alles gibt. Hier gibt es vom Hecht über, was gibt es hier alles für Fische, Dieter? Karpfen, Weißfische. Weißfische, Schleie, Hecht. Aha. Ja. Aal auch. Und Aal. Aal gibt es ja auch. Ja. Wälze gibt es ja auch. Also alles da. Mal gucken, was wir rausholen aus dem Wasser. So, ein bisschen was an neuer Ausrüstung haben wir dabei, weil gerade was man beim Angeln gut gebrauchen kann. Ich habe es schon hochgeklappt. Da mache ich auch mal ein extra Video drüber. Da will ich ja gar nicht drauf eingehen. Das ist einfach ein Scheinwerfer, aber ein richtiger. Der hat ein paar tausend Lumen. Und das kannst du hier zurechtbiegen, wie du es brauchst. Und ich mache mal kurz an. Das ist brutal hell. Also wir machen hier draußen die Nacht zum Tage. Ist natürlich interessant, wenn wir nachher abbauen müssen, abbauen, wenn es so ruckzuck dunkel. Und wir wollen ja noch kochen, wir wollen den Fisch zubereiten, da brauchst du einfach ein bisschen Licht, ne? Damit du dann siehst, was du da zurechtschnibbelst und beim Braten auch. Also so eine Lampe ist ein Wirkleid, zeige ich euch mal in einem separaten Video. Das Ding ist wirklich genial, hat ein bisschen Gewicht, passt aber in den Rucksack und war irgendwie ganz spannend. So, dann, das teste ich auch mal demnächst. Und habe ich von der Firma Fossibot, ist es ein Outdoor-Smartphone. 16.500 mAh. Also hier kannst du ein paar Wochen lang unterwegs sein mit dem Ding. Gerade wenn du auf der Flucht bist, um das Navigation zu bedienen über Akku. Aber das Geile ist, das Ding hat einen eingebauten Scheinwerfer auch. Und alleine das mit einem ordentlichen Akku brennt wahrscheinlich die ganze Nacht. Und auch das will ich mal austesten. Wie kompatibel oder wie praxistauglich das nachher tatsächlich ist. Ja, da bin ich gespannt. Mache ich dann hinterher, nachdem ich es ausgiebig getestet habe, auch mal ein Video drüber. Ansonsten habe ich jetzt mal von Helikontex meine Hybrid Outback Pants an. Diesmal in Oliv. Eine wirklich bequeme Hose. Na, die will ich noch ein paar Mal anziehen, um zu gucken, welche Eigenschaften sie so alle hat. Also bis jetzt sehr, sehr bequeme Hose. So, die das kräftig am... Wo gehst denn du jetzt hin? Von der Brücke. Ja, von der Brücke angeln. Die Fische habe ich mir sagen lassen, also ich kenne mich ja nur mit Angeln überhaupt nicht aus, das ist Dieter seine Baustelle, sollen wohl in der Dunkelheit erst so richtig rauskommen. Wir waren gestern Abend schon mal hier spotten gewesen und haben hier, da war alles voll Fische hier. Wir wollten erst an dem See, aber da war irgendwie nichts. Und hier ist so ein Verbindungsfluss zu einem anderen See. Und da ist auch eine Strömung drin und da haben sich die Fische getummelt ohne Ende, alle möglichen Arten. Ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt. Und jetzt geht Dieter nochmal auf die Brücke, um mal zu gucken, was da los ist. Oder angelt direkt von der Brücke, hat hier schon mal ein paar Angeln ausgelegt. Ihr seht es im Hintergrund. Ja, mal gucken, wie lange es dauert, bis irgendwas anbeißt, weil wir wollen das ja auch noch zubereiten. Und das geht ja alles nicht von jetzt auf gleich. Ich will ja nicht erst Mitternacht essen, ne? Schauen wir mal. Aber ich esse ja nicht mehr so viel. Insofern ist das für mich kein Problem. So, hier haben wir es schon mal ein bisschen gemütlich gemacht. Was nicht fehlen darf, ist mein Fell, weil bei der Jahreszeit friert es sonst der Arsch am Stuhl. Und das wollen wir ja nicht. Wir haben es mächtig kalt, 2 Grad.
Es soll auf minus 5 runtergehen dann. Ab morgen soll es wieder der Winter zurück sein in Deutschland. Naja, ich bin gespannt. Ursprünglich wollten wir erst draußen übernachten. Das wäre schön gewesen. Aber wir wollten an einen ganz anderen See eigentlich hin, mitten im Wald und so. Dort war das Wasser aber, wir waren gestern erkunden, da war das Wasser so trübe gewesen, das sah gar nicht gut aus. Und wenn du dann keinen Fisch da draus holst, naja, bringt das auch nichts. Außerdem war das alles voller Schlamm und Matsch überall. Da kannst du nur mit Gummistiefeln dorthin. Also es war echt übel. Hier geht's. Es war auch viel Matsch und so, ne? Aber hier geht's immer noch. Und auf alle Fälle ist das Wasser hier glasklar und jede Menge Fische sind hier und das ist das Spannende. Deswegen sind wir dann doch hier. Hier kannst du aber nicht übernachten. Wir sind relativ stadtnah. Das bedeutet, hier hast du tausende Fußgänger und Gassigänger, Angler, Jogger, alles möglich. Also hier, ja, deswegen wird es mit einer Übernachtung heute nichts. Kommt aber sowieso demnächst. Also, dann mache ich mir das erste Mal gemütlich. Ja. Was sagt denn der Fachmann von der Brücke? Das haben wir gestern Nacht mehr gesehen. Naja, das war aber auch dunkel gestern. Also ich hoffe nicht, dass wir erst die Mitternacht zum Essen kommen, weil man erst gegen 23 Uhr einen Fisch anbeißt. Aber ich denke mal nicht. Das war so voll alles. Da wird doch nachher gleich was losgehen hier, oder? Prost, Dieter. Auf ein stattliches Abendessen. Naja, das wird dann nachts. Nachts? Der Fluss fließt doch von oben nach unten. Ja, normalerweise ja. Da kommt von hier und fließt hier rein. Bisschen Bewegung ist im Wasser. Ich sehe nur Bewegung. Nächster Versuch. Vielleicht kommt da doch noch was in die Angel. Hab schon gerade zum Dieter gesagt, wenn ja nichts gefangen wird, fahr ich nach Hause, hol mir ein Fischfilet aus dem Frost und haus in den Backofen. Schön mit Soße Bernese. So als Alternativlösung. Also, warum beißen die bei mir nicht? Hier wimmelt es doch nur so von Fischen. Ah ja, vorne wahrscheinlich nicht. Warum wollen die nicht an die Angel? Macht das Sinn, jetzt mal woanders hinzugehen und nicht hier zu bleiben? Ja. Echt jetzt? Die Strömung zieht den Schwimmhalten mal rein. Ja, das ist eine ganze Menge Arbeit, jetzt hier alles zusammenzupacken, woanders hinlatschen. Du meinst nicht, dass in diesem Durchfluss hier, dass das hier gut ist? Das ist nicht schlecht. Der Schwimmer zieht halt ewig immer rein. Alles naja. Ich mache jetzt nicht hier an. So, dann fangen wir jetzt von der Brücke halt mal den Fisch. Wirfst du die aus, oder? Wo ist denn der große Fisch? Wo denn? Wo ist denn der große Fisch? Da vorne. Hier. Mann, ist er weg. Da der große Fisch. Ich sehe ihn da vorne. Du meinst, da kommt er her. Da ist er. Ach du Scheiße, das ist ja ein Riesenteil. Hm? Was für ein Fisch ist das? So, kommt der Fisch nicht zum Köder, müssen wir den Köder zum Fisch hinwerfen. In der Hoffnung, dass er anbeißt. Aktuell sehe ich ihn gerade nicht. Also ich kann ja mal... Da ist er. Glaube ich jedenfalls. Da wo ich drauf stralle. Der kommt zu dir. Ja, ich habe einen Baum reingeschmissen. Scheiße.
Der lacht sich hier ins Fäustchen. Welch mal bitte auf den Baum. Jetzt hängt der Angel im Baum fest, scheiße. Oh. Ich gehe jetzt rein, hol das. Wohin soll ich leuchten? Was für ein Baum? Ja. Da kommst du nicht ran. Ja, schon ins Ufer. Tja, die da die Angel so weit ausgeworfen, die hing jetzt, oder der hängt jetzt da hinten der Haken im Baum fest. Da kommst du aber nicht so richtig ran. So dickicht, wo er jetzt von dort aus und vom Wasser aus ist es zu tief. Da kommst du nicht bis dort hoch. Na, das ist ja schwierig. Hängt genau dort mitten im Baum. Mach keinen Scheiß, Dieter. Bitte? Mach keinen Scheiß. Nein. Fall mir da nicht rein. Ist das der Ast, wo er dranhängt? Ganz vorne. Ja, genau dort. Ah, ja. Bringst am besten den ganzen Ast mit. Ja, Freunde, mit Fischfangen war es heute irgendwie nicht. Der Fisch hat gewonnen. Man muss neidlos anerkennen, wie bei Olympia. Der Fisch hat gewonnen. Wir haben verloren. So, naja. Also für mich gibt es heute Fischfilet aus dem Froster. Bei dir? Mal gucken. Ein Döner. Ein Döner, ja. Okay, aber wir bleiben dran. Wir bleiben dran. Wir wollen frischen Fisch auf dem Teller. Ich sag's euch, genau. Da kommt in die Pfanne und ihr werdet begeistert sein. Ganz neues, tolles Rezept übrigens. Aber verraten wir jetzt noch nicht. Wir brauchen erst einen Fisch. So, dann machen wir mal Flutlicht und dann bauen wir mal alles ab. Ey, Scheiße. Was jetzt? Hängt denn schon? Nee. Die Stangen, die ich da reingesteckt habe, die sind jetzt festgefroren. Echt jetzt? Alter Schwede, ne? Das ist auch cool, ne? Baust die mittags auf, wo alles noch weich ist und abends friert das. Und dann sind die fest. Thank you.